Hallo Herr Dr. Genome. Grüß Gott, hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns hier in der Pferdeklinik an der Rennbahn. Wir wollen heute was lernen von Ihnen zum Thema Fehlstellungen beim Fohlen. In meiner Vorstellung, wir haben gerade ein kurzes Vorgespräch gehabt, dachte ich mir, da gibt es bestimmt 100 verschiedene Fehlstellungen. Ganz so viele sind es gar nicht. Ganz so viele sind es nicht. Ich meine, einerseits haben wir die Achsenfehlstellung, andererseits haben wir die Beugesehnen oder Beugefehlstellung beim Fohlen. Man sollte jedoch von der Therapie her erstmal oder insgesamt von der Krankengeschichte sollte man das unterteilen. Einerseits die Achsenfehlstellung und dann die Beugesehnenfehlstellung. In der Achsenfehlstellung ist es so, dass die Fohlen einfach diese Valgus- oder Varusfehlstellung haben, das heißt im Prinzip X- oder O-beinig sind. Man unterscheidet es wiederum in kongenitalen Erkrankungen, das heißt Erkrankungen, die perinatal sind, also um den Zeitpunkt der Geburt sind oder in dem Bereich, oder entwicklungsbedingte Fehlstellungen. Ja. Die meisten Ursachen sind zum Beispiel bei kongenitalen Fehlstellungen eine Erschlaffung von sogenannten periartikulären Gewebe, das heißt vom Gewebe um das Gelenk herum, und eine unvollständige Verknöcherung. Das bedeutet, dass die Fohlen zu früh zur Welt kommen, beziehungsweise dass also intrauterin während der Entwicklung im Mutterleib die Fohlen eine sogenannte Plazentitis gehabt haben, beziehungsweise oder ein Trauma hatten. Also das denkt man einfach, dass das die Ursachen sind. Was dann passiert, ist einfach, dass diese Fohlen, also eine Atrophie von vom Gelenkknorpel entsteht und dadurch im Endeffekt eine Achsenfehlstellung ist. Bei den entwicklungsbedingten Fehlstellungen ist es so, dass man denkt, dass falsche Ernährungen Grund sind, ja, und es dann zum unterschiedlichen oder zu frühen Verschluss der Epiphysenfugen, das heißt der Wachstumsfugen, kommt und dadurch diese Fehlstellung dann initiiert wird. Einfach. X- und O-Bein kann ich mir noch grob vorstellen. Genau, aber das ist der Gag an der ganzen Geschichte. Also von der Diagnosestellung ist es nun im Prinzip recht einfach, scheint so. Wenn man eine sehr starke sogenannte X- oder O-Beinigkeit hat beim Fohlen, sowohl vorne als auch hinten. Aber es gibt auch subtile Dinge, also subtile Veränderungen beim Fohlen, die man nicht gleich sieht. Wichtig ist, dass man sich nicht unbedingt gerade vor das Fohlen stellt, als Besitzer zum Beispiel, sondern auch für den Tierarzt, sondern man sollte sich in der gleichen Richtung stellen wie der Carpus, das heißt das Knie vorne sozusagen, und schauen, ob das Fesselgelenk oder die Zehenspitze sozusagen in der gleichen Richtung ist. Junge Fohlen haben einfach immer eine Zehenauswärtsstellung. Ganz einfach, weil der Brustkorb selbst noch nicht voll ausgebildet ist. Und sobald der Brustkorb dann größer wächst, gehen die Zehen automatisch nach innen rein. Ja, das heißt, man sollte eine Zehenweitstellung nicht unbedingt gleich für pathologisch halten. Ja, das würde ich nicht unbedingt machen. Wichtig ist, wenn man sich natürlich nicht ganz sicher ist, muss man einerseits die Fohlen auch röntgen. Man muss den Ossifikationsgrad, also den Verknöcherungsgrad der jeweiligen Gelenke, untersuchen. Ist das Fohlen oder hat das Fohlen nun wirklich eine adäquate Verknöcherung oder auch nicht? Ja, das ist natürlich wichtig für die spätere Therapie. Bis zu welchem Lebensalter sollte die Verknöcherung eingetreten sein? Vollständig? Also das Fohlen sollte relativ nach der Geburt, also wirklich schon verknöchert, also müssen die Gelenke schon verknöchert sein. Ja? Also zumindest die Karpalknochen in einem relativ starken Maße. Es gibt da ein paar Unterschiede, aber das ist genau der Grund, warum man die Fohlen röntgt. Also das Fohlen kommt fertig zur Welt. Das Fohlen kommt einfach fertig zur Welt. Ja. Wie sieht es jetzt nach der Diagnose mit der Therapie aus? Also je nachdem. Man hat entweder eine chirurgische Therapie oder eigentlich konservative Therapie, was man natürlich lieber hätte. Es ist so, dass wenn Sie Fohlen haben, die einfach früh geboren sind,
die aber keine Fehlstellung haben, sollte man diese Fohlen erstmal einerseits röntgen. Das bedeutet, wenn man jetzt einfach den Verdacht hat, dass das Fohlen zu früh oder noch nicht fertig auf die Welt gekommen ist, sollte man einfach mal betroffene Partien röntgen. Das heißt, den Carpus, Tarsus, vielleicht auch die Fesselgelenke. Und einfach mal schauen, sind die Knochen voll ausgebildet, sind sie voll entwickelt oder nicht. Wenn sie es nicht sind, sollte das Fohlen erstmal 2 Wochen lang Stallruhe bekommen, damit die Ossifikation, also die Verknöcherung, abgeschlossen ist. Dann kann das Fohlen auf die Weide. Hat man nun Fehlstellungen, ja, die sich temporär, also manuell beheben lassen können, Sie haben ein Fohlen, das eine X-Beinigkeit zum Beispiel hat und Sie können es mit der Hand einfach gerade richten, ja, dann ist es so, dass die Fohlen oftmals eine ungenügende Verknöcherung haben, ein bisschen weiches periartikuläres Gewebe auch noch. Und das sind Fohlen, an denen man Schienen- oder Fixationsverbände dran macht. Ja. Die sollte man alle 3 bis 4 Tage wechseln. Man muss auch schauen, oftmals ist es so, dass diese Fohlen Druckstellen kriegen, wenn man die Verbände zu lange drauf lässt. Und auch da ist es so, dass man die 2 bis 3 Wochen in Toto drauf lässt, mit den jeweiligen Verbandswechseln, und nach 2 bis 3 Wochen nochmal räumt. Und dann, wenn die Ossifikation in Ordnung ist, kann man diese Fohlen auch wieder auf die Weide lassen. Was oftmals passiert, ist, dass diese Fohlen relativ durchtrittig werden nach diesen Schienenverbänden, weil man da ja die ganze Zeit diese Beine auch unterstützt hat. Und das ist aber nicht schlimm, in 4 bis 5 Tagen wird das wieder. Die stehen wieder vollkommen normal. Was man auch noch machen kann, wenn man Pferde hat, die wirklich eine Fehlstellung haben und also perinatale Fehlstellungen haben, da kann man auch noch unterstützen mit dem jeweiligen Beschlag, sogenannte Dalmer-Eisen, einfach um die Stellung wieder zu korrigieren. Es bringt nichts, Pferde, die älter sind als ein Jahr, nochmal versuchen zu korrigieren. Das wird nicht funktionieren, da wird sich nichts ändern. Außer, dass sie einen zu starken Stress auf die jeweiligen Sehnen und Bänder in dem unteren Bereich verursachen. Was wäre da die zeitliche Grenze? Wie lange kann ich sowas einsetzen? Also solche Spezialschuhe? Mindestens, also können Sie in 3 Monate, 3, 4 Monate auf jeden Fall machen. Mhm. Und kann ich die Verknöcherung durch Ernährung oder wie auch immer medikamentös unterstützen oder läuft die von alleine ab? Die läuft von alleine ab. Ein normales Futter für Fohlen, man soll die Fohlen nicht zu überfüttern, ja, das bringt nichts, aber normales Futter. Oftmals ist es so, dass man sagt, dass die Fohlen ein ordentliches Calcium-Phosphat-Verhältnis haben sollen, zwischen 1,5 zu 1. Oder Kupfer und Zink 3 zu 1, also 3 für das Zink und 1 für das Kupfer. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Fohlen in dem Alter hauptsächlich Milch trinken, verstehen Sie? Also ist das mit der Fütterung so ein bisschen obsolet. Also, aber dann haben wir natürlich die chirurgischen Eingriffe, die man machen kann. Und was wir da haben, ist auch relativ nicht allzu breit gefächert. Wir haben die Wachstumsbeschleunigung, die Wachstums Verzögerung. Dann haben wir noch die Kombination dieser beiden Techniken, beziehungsweise eine Korrekturosteotomie, aber wird sehr, sehr selten gemacht. Bei der Wachstumsbeschleunigung handelt es sich darum, dass man auf der jeweiligen, wenn Sie X- oder O-Beine haben, auf der jeweiligen konvexen Seite, das heißt der hohlen Seite, einen Schnitt in die Knochenhaut machen, diese Knochenhaut ein bisschen anheben und wieder zurückfahren lassen. Und man erhofft sich oder man weiß, dass dadurch das Knochenwachstum auf dieser Seite oder die Epiphyse auf dieser Seite angeregt wird und dass es eine Korrektur der Fehlstellung entsteht. Wichtig bei dieser Technik ist, dass man es im Alter von 1 bis 2 Monaten machen sollte. Maximal bis Ende des 3. Monats, weil die langen Röhrenknochen, die wir ja versuchen zu korrigieren, einfach nach 3 Monaten kein wirklich besonders schnelles Wachstum mehr haben. Und dieses Periost geht wieder, quasi verschließt sich wieder innerhalb von 1,5 bis 2 Monaten. So. Also sprich, wenn Sie kein schnelles Wachstum mehr haben nach 3 Monaten, passiert da eigentlich gar nichts mehr.
Aber was noch wichtig ist zu sagen bei der Wachstumsbeschleunigung, ist, dass sie keine Überkorrektur bekommen. Das ist sehr wichtig. Weil bei einer Wachstumsverzögerung können sie eine Überkorrektur bekommen. Weil da machen wir exakt das Gegenteil. Das heißt, an der Stelle, an dem der Knochen schneller gewachsen ist, machen wir entweder durch eine Titanklammer beziehungsweise zwei Schrauben mit einem Draht zwischendrin, verlangsamen wir das Wachstum in der Hoffnung, dass es auf der anderen Seite schneller wächst. Ja? Der Vorteil von dieser, wenn man überhaupt Vorteile hat, von dieser Technik ist, dass man das auch noch ein bisschen später machen kann. Aber bei dieser Technik ist wirklich die Gefahr, dass eine Überkorrektur entsteht, da. Ja, das ist nicht ganz, und man hat natürlich auch so Sachen wie die ganz normalen Gefahren bei chirurgischen Eingriffen, wie dass das Implantat nicht hält, ja, dass es Infektionen im Implantat gibt. Das darf man alles nicht vergessen. Also das ist, und kein kleiner Eingriff. Mhm. In Amerika machen die diese Wachstumsbeschleunigung in Kentucky zum Beispiel, also man kann nicht sagen routinemäßig, aber das sind Eingriffe, die gehen ganz schnell, die machen die sogar im Stahl manchmal. Mhm. Ja. Und natürlich kann man diese beiden Therapien kombinieren. Das heißt, sie können auf der einen Seite Beschleunigung und auf der anderen Seite verzögern, wenn es extrem starke Fehlstellungen sind. In welchen Intervallen muss ich denn dann nachschauen? Per Röntgen vermute ich mal? 2 Monate. Ah. Ja, 2 Monatsintervall. Würde ich machen. Vorher ist es nicht notwendig. Hm. Und dann sieht man schon, wie sich das alles gemacht hat. Und das ist ja einerseits das Ende der wirklichen Therapie oder zumindest der Wirksamkeit des Beschleunigens. Und für das andere, da kann man ja das auch theoretisch auch immer wieder drin lassen. Mhm. Aber bei der Verzögerung sind immer 2 Eingriffe nötig. Ich muss bei das Implantat ja wieder rausholen. Sie müssen das Implantat wieder rausholen. Es sind immer 2 Eingriffe nötig. Mhm. Ja? Und bei der Beschleunigung kann man, ich persönlich favorisiere wesentlich die Beschleunigung, muss ich ehrlich sagen, weil es ist sicher, man muss das Fohlen früher, sage ich mal so, hinlegen und einen chirurgischen Eingriff machen, aber das ist ein kurzer chirurgischer Eingriff und mit einer sehr geringen, sage ich mal so, Komplikationsrate im Gegensatz zum anderen Eingriff. Ja, das Infektionsrisiko. Das Infektionsrisiko, und Sie müssen das Fohlen 2-mal hinlegen. Nee. Es ist zwar auch kein Hexenwerk, aber es ist zumindest mal, Sie müssen vor uns einmal hinlegen.